Hallo. Hi. Schön hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich habe gehört, wir sind beide jetzt gerade Teil eines neuen Teams geworden. Wie kam es denn für dich, dass du dich der Atruvia angeschlossen hast? Ja, dann erstmal auch herzlich willkommen hier bei uns, bei der Atruvia. Ja, für mich ist das auch hier alles eigentlich sehr neu. Ich bin erst seit 1. Oktober hier im Unternehmen. Und ja, ich kannte die Atruvia schon sehr, sehr lange. Ich sag mal so, aus verschiedenen Jobs oder aus verschiedenen Sichten. Und war als letztes bei einem Tochterunternehmen von der Atruvia beschäftigt und habe da sehr, sehr eng mit Kollegen zusammengearbeitet in verschiedenen Bereichen und habe halt sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Ja? Und dann war natürlich irgendwo mal die andere Seite zu sehen. Wie ist es denn bei dir? Ja, ähnlich im Endeffekt. Als ehemaliger Gegner der Lions habe ich gemerkt, dass die eine sehr erfolgreiche Saison gespielt haben, sehr schön Basketball spielen. Deswegen war das dann keine schwierige Entscheidung, sich zumindest vorzustellen zu wollen und zu hoffen, dass man vielleicht Teil des Teams werden darf. Und jetzt bin ich hier, kann mich nicht mehr beklagen über die Entscheidung. Sehr schön. Ja, wie war es denn für dich, so dem Team sich anzuschließen und deine neue Rolle zu finden? Das ist ja im Sport genauso wie auch für dich wahrscheinlich eine wichtige Sache. Ja, also erstmal beobachtet man ja, glaube ich, ganz viel und schaut, in welchen Rollen sind denn die anderen Kollegen oder die anderen Mitarbeiter. Und dann findet man so ein bisschen seine, ja. Also da muss man einfach schauen, was sind denn so die Stärken von einem, wo kann man andere Kollegen ergänzen, ja, wo ist man vielleicht zusammen ganz gut drin. Und so findet man irgendwo seine Rolle. Aber natürlich bin ich auch noch nicht da komplett angekommen, sondern bin da natürlich noch dabei, komplett meine Aufgabe zu finden. Wie ist es denn bei dir so? Ja, ähnlich. Also der Anfang ist immer ein bisschen schwerer. Wir haben viele neue Spieler im Team, da müssen sich alle zusammenfinden, aber sobald sich die Spieler wirklich gut kennenlernen und die eigene Rolle finden und auch gut umsetzen, dann hilft natürlich auch, dass das Team wirklich eng zusammenkommt und so viele Spiele, wie es geht, dadurch gewinnen kann. Das ist auch der einzige Weg. Wie gesagt, ich bin mir sicher, dass bei dir da ähnlich ist. Ne? Deine eigene Rolle finden und dann Teil des Teams werden und dann wirklich abheben. Vollgas. Das ist der Weg. Was würdest du denn sagen, macht es gerade hier für dich besonders zu arbeiten? Was macht es die Atruvia so toll? Ja, also ich sag mal so, bei der Atruvia ist es cool, dass man wirklich an ganz wichtigen Projekten arbeitet, die dann später natürlich für den Endkunden, also so für Kunden, Bankkunden, für dich oder mich, ja, sag ich mal, dann natürlich spürbar sind. Ja, das heißt, wir entwickeln hier Dinge gemeinsam mit unseren Kunden. Ja, wir binden schon ganz früh in der Entwicklung Kunden ein und Banken ein und holen uns die Feedbacks und arbeiten gemeinsam zusammen. Und dann können wir natürlich was Cooles rausbringen, was dann wirklich auch für die Leute eine Erleichterung bringt oder auch einfach Spaß macht. Ja, und wie ist es bei dir? Was war so die Motivation zu sagen, okay, die Lions, die sind's? Ja, also ich glaube, die Lions macht es recht besonders, wie irgendwie die Dynamik zwischen den Spielern und dem Office, den Mitarbeitern, auch den Fans ist. Also es ist echt so eine kleine, schöne Halle, wo die Lautstärke, die Stimmung sehr toll ist. Und eben ist es auch gleichzeitig die Motivation, eben den Fans auch ein schönes Spiel zu bieten, die auch wirklich sehr dankbar sind dafür, wenn wir unser Bestes geben. Und das ist eine sehr schöne Zusammenarbeit zwischen uns allen. Und hoffentlich können wir dadurch dann auch vieles erreichen. Das ist natürlich der Plan. Ist es dann auch so bei den Fans? Also hörst du überhaupt das Jubeln beim Spielen? Oder ist man da so in seinem Tunnel? Man versucht in seinem Tunnel zu sein, aber irgendwo, vor allem wenn es natürlich positive Sachen sind, dann merkt man das schon, das reißt einen schon mit, das bringt dann dazu, nochmal 10% mehr zu geben und das macht es eben für die Gegner nochmal schwieriger. Deswegen ist es wirklich ein schönes Gefühl. Also natürlich so ähnlich wie bei euch, ich sag mal, die Fans, die dann jubeln, haben wir natürlich die Kunden, die uns auch natürlich das Feedback geben, ja, hoffentlich immer positives Feedback oder auch mal, ich sag mal, Veränderungsvorschläge, sonstiges, die wir umsetzen können und kriegen dann natürlich das tolle Feedback und damit können wir natürlich arbeiten und auf uns auch stolz sein. Und vielen Dank, also mich hat es auch jetzt total motiviert, mich einfach mit dir auszutauschen und zu sehen, hey, in anderen Teams, wenn man cool miteinander ist, wenn man miteinander kommuniziert, Spaß hat und auf die Kunden hört oder ja, ich sag mal, auf das Feedback hört, dass man da was erreichen kann. Vielen Dank, dass du hier warst. Danke, dass ich hier sein durfte. War sehr schön.